Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Der von Tatra Vagonka Bobrad gebaute 20 Meter lange TAGN PPS ist ein Schwenkdachwagen mit lebensmitteltauglicher Innenbeschichtung für nässeempfindliche Produkte. Er eignet sich für Getreide mit geringer und mittlerer Schüttdichte, aber auch für andere Schüttgüter wie zum Beispiel Holzpellets, Kaffee, Düngemittel, Kalkmehl, Zucker, Salz oder Gips. Und dieser Wagen ist so anzutreffen bei dem Güterverkehrsunternehmen VTG. Diesen Wagen gibt es in 5 verschiedenen Versionen und auch in unterschiedlichen Abnutzungsgraden. Ja, sehen wir uns den Wagen einmal etwas genauer an. Diesen TAGN PPS Wagen gibt es unter anderem auch bei dem Güterverkehrsunternehmen Wascosa. Aber ein wesentlicher Unterschied ist schon mal der Dachaufbau im Vergleich zum Wascosa Wagen. Auch die ganze Form ist ein bisschen anders gehalten. Und was auch noch ein sehr großer Unterschied ist, ist einmal, dass dieser Wagen eine sogenannte Aufstiegsleiter hat und auf dem Wagendach befindet sich dann eine sogenannte Laufbühne und das kann zum Beispiel der TAGN PPS Wagen von Wascosa nicht aufweisen. Ja, dann sehen wir uns den Wagen einmal etwas genauer an. Und werfen mal einen Blick auf die Beschriftungen. Ja, was ein bisschen schade ist, ist, dass die Beschriftungen doch etwas sehr verschwommen sind. Also das könnte ruhig noch ein bisschen schärfer sein. Ja, zu Hause ist der Wagen bei der VTG AG in Hamburg. Was auch sehr schön ist, sind hier die beiden Trittstufen hier unten für den Rangierer oder ja, für den Wagenmeister. Ganz links die erste Aufschrift ist die sogenannte Bremsbauart. Wir haben hier einmal einen Wagen mit einer Knorr-Einheitsbremse. Dafür steht die Abkürzung KE mit GP-Wechsel und automatischer Lastabbremsung. Darauf weist der Buchstabe A hin. Darunter die Angabe, dass die automatische Lastabbremsung bis zu einem Gesamtgewicht von 58 Tonnen wirkt. Ja, nebenan befindet sich dann die sogenannte Wagennummer bzw. der Land- und Haltercode. Dann kann man hier einmal den Buchstaben G erkennen und die Zahl 1. Das ist das sogenannte Profil, also das internationale Lademaß. Und würde jetzt hier zum Beispiel G2 stehen, dann wäre das das deutsche Lademaß. Dann kommt das sogenannte internationale Lastgrenzenraster oder auch ABC-Raster genannt. Und aus dem Lastgrenzenraster kann man sehen, wie groß das höchste zulässige Ladungsgewicht in Abhängigkeit von der Streckenklasse ist. Und der Buchstabe S verrät hier, dass in allen Streckenklassen maximal 100 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf, wenn der Wagen beladen ist. Und der Wagen darf maximal leer, also unbeladen, eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer schnell fahren. Ja, hier haben wir dann einmal das Eigengewicht. Dann unterhalb die Angabe für das Lademaß. Dann der Gleisradius 75 Meter bzw. 75,0 m. Dann oberhalb 130 Kubik, das ist der sogenannte Laderaum, pardon. Ja, hier sieht man dann jetzt auch schon die Abnutzungsspuren.
Und hier ist dann der Warnanstich für den herausstehenden Seilhaken. Ja, hier fehlen jetzt noch ein paar Aufschriften, was ich ein bisschen schade finde. Unter anderem fehlt hier die Aufschrift für die Composite-Bremssohlen und auch zum Beispiel die Handbremswirkung fehlt hier. Des Weiteren fehlt hier an der Aufstiegsleiter und auch hier an diesem Handgriff und auch hier im oberen Bereich die jeweiligen Warnhinweise. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind dann natürlich die gleichen Aufschriften vorzufinden. Ja, hier befindet sich jetzt eben die sogenannte Aufstiegsleiter. Und wenn man dann einen Blick auf das Dach wirft, findet man dann hier eben die genannte Laufbühne vor, die sich hier über den kompletten Wagen oder über die komplette Wagenlänge erstreckt. Ja, sehen wir uns gleich die nächste Version des Wagens an. Auch hier sind leichte Abnutzungsspuren zu erkennen. Dann eine weitere Version des TAG NPPS in der VTG-Version. Hier unten ist auch nochmal der Schriftzug angebracht worden, dass dieser Wagen eben Getreide transportiert oder Agrarprodukte. Hier hat die Witterung doch schon massiv zugeschlagen. Der Lack hier ist doch schon eindeutig mehr verblasst. Dann kommt hier schon die nächste Variante des VTG TAGN PPS Wagens. Hier im Vergleich kann man jetzt auch schön den Verschmutzungsgrad und den Abnutzungsgrad erkennen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch an den jeweiligen Handrädern kann man das ganz gut erkennen. Und dann hier noch eine weitere Version des VTG TAGN PPS Wagen. Auch der Blauton gefällt mir richtig gut. Ist ein wirklich schöner Wagen. Wie gesagt, etwas schade ist, dass ein paar Warnhinweise fehlen und auch die Angabe für die Handbremswirkung. Ja, aber das Ganze sind Kleinigkeiten. Ja, kommen wir noch zum Entladen des Wagens. Beziehungsweise das durchgehende einteilige Schwenkdach auf dem Dach des Wagens. Über die gesamte Wagenlänge wird per Handrad von der Bühne am Wagenende aus bedient. Formgebung und Entladewinkel der drei Entladetrichter unterstützen das Fließen des Ladegutes bei Entladung über die sechs großen Entladeöffnungen, die man auch ja, dann hier unten schön erkennen kann, so dass dann eben kein Rückstaubereich, dass es halt keinen Rückstaubereich gibt. Auch geschrottete ölhaltige Produkte wie zum Beispiel Raps oder Soja werden dadurch restlos entladen und über Wölbschieber ist ein gleichzeitiges dosierbares Öffnen von je zwei Entladeöffnungen möglich. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke auf freier Strecke des TAGN PPS Wagens, eingesetzt bei VTG. Ja, und somit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Matthias Awe. Servus.